Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich heute so ein kleines Opening-Video machen. Ich habe mir nämlich wieder ein paar Paragon-Kisten zusammengesammelt und hoffe, dass ich ein wenig Loot rauskriege. Es wird nämlich langsam Zeit, dass ich sie aufmache, denn ich habe hier mit dem Ruf schon ein bisschen overgecapped und naja, jetzt muss ich die Kisten langsam quasi loswerden. Nicht, dass ich dann hier wieder ein bisschen Ruf waste, was ich halt ja letztens schon mal gemacht habe und das ist ein bisschen ärgerlich. So, deswegen machen wir jetzt zwei siebte Legion-Kisten auf. Eine habe ich hinten noch im Vorrat, wie gesagt, und ja, noch ein paar andere. Mal gucken, ob ich das ein oder andere Item mit rauskriege. Insgesamt wollen wir wieder sechs Kisten aufmachen. Sechs irgendwie? Ja, so. Irgendwas sowas. So, auf geht's. Die erste war schon mal eine Nullnummer. Da habe ich aber das Toy zum Glück schon. Deswegen ist das relativ egal. Dann... Ah! Scheiße, aber das habe ich auch schon, das Toy. Shit. Also man kann anscheinend Toys zweimal kriegen, ne? Obwohl man es schon hat. Gerade demonstriert. Das hatte ich nämlich vorhin bekommen. Ich habe vorhin nämlich auch die Version vom Hordenschar aufgenommen und dort hatte ich ja das Champion von Azeroth Toy bereits gekriegt. Ist aber nicht so wild. Ich krieg sicher noch ein Item. Ich hoffe es zumindest. Ah! Da haben wir das nächste Toy. Okay, perfekt. Toy Nummer 2 haben wir eingeheimst. 3 wird nix. Und 4? Komm, Sturmwacht? Leider auch nix. Okay, schade. Aber ich habe hier ein verzaubertes Teeservice zumindest bekommen. Und ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt mal an, was das verzauberte Teeservice kann. Ich laufe jetzt mal ein bisschen weg. Vielleicht müssen wir das aufstellen. Oh, und die Invasion in Vol'Doom hat angefangen hier. Fügt dem Spieler jetzt zu, okay, organisiert eine verzauberte Teeparty mit euren Freunden. Okay, ich habe keine Freunde. Dann mache ich das alleine, würde ich sagen. Okay, jetzt schauen wir mal. Und jetzt? Ach, schau mal, hier steht so ein Tisch, ne? Was passiert jetzt an diesem Tisch? Kann man anklicken. Sollen wir mal ein bisschen näher ranfahren. Das können anscheinend mehrere Leute machen. So, was passiert da, wenn wir jetzt da drauf drücken? Hat er sich das gerade ins Ohr geschüttet? Moment. Was? Ich glaube, die Trinkanimation ist im Arsch, oder? Der schüttet sich das doch ins Ohr. Seht ihr das? Oder ins Auge? Okay, also... Achso, ich habe hier einen Buff drauf. Saubertes Teeservice. Ja, gut. Also du hast so einen Tisch, wo anscheinend mehrere Leute draufklicken können. Kriegst einen Buff. Ich weiß... Soll ich mal einen Helm abnehmen? Vielleicht passiert da irgendwas mit mir. Ich weiß es nicht. Also ich bin eine schicke Nachtelfe mit schwarzen Augen. Nein, schau mal, die schüttet sich das da irgendwo oben rein. Also das kann nicht ganz richtig sein. Gut, das Toy ist jetzt irgendwie nicht so ganz so nice, ne? Vielleicht könnt ihr, wenn ihr ein paar Leute kennt, ne, ein bisschen Spaß haben mit diesem Ding. Ich habe auf jeden Fall ein Toy wieder mehr in meiner Sammlung. Und ja, das war es mit dem kleinen Opening-Event. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat es gefallen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.